liebe Freunde, ich heiße Renata und es freut mich sehr, dass ihr Tschechisch lernen möchtet. Über Tschechisch wird gesagt, dass es eine ein bisschen komplizierte Sprache ist. Aber ich möchte euch zeigen, dass es nicht so schlimm ist und dass, wenn ihr die Grundlagen und die Grammatik Schritt für Schritt durchgeht, werdet ihr bald die Sprache gut verstehen. Werdet ihr wissen, warum eben dieses eben so gesagt wird. Und hauptsächlich werdet ihr richtige tschechische Sätze bilden und dann nochmal schön Tschechisch sprechen. So, viel Spaß mit Tschechisch! Heute legen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Aussprache der Buchstaben F, W und W. F, daran ist nichts Interessantes. Das kennt ihr auch im Deutschen. Zum Beispiel im deutschen Wörtern Fortschritt oder Flughafen. Hier zeige ich wieder die Transkription, wie es ein Tscheche sieht und ausspricht. Und ihr könnt noch schon gekannte Buchstaben merken, wie Esch und langes A. Im Tschechisch ist es gleich. Normalerweise sagen wir zum Beispiel Francie, Francie oder das Wort Format, Format. Der Buchstabe W ist schon mehr interessant. Im Deutschen wird es nämlich gleich wie F ausgesprochen. Wenn wir das deutsche Alphabet vorsprechen, sein Name ist V. Aber Achtung! In Tschechisch ist es nochmal ein W. Zum Unterschied davon, deutsches W ist als doppeltes W, auf Tschechisch dvojité W, benannt. Aber die Aussprache ist gleich. Als ein Beispiel habe ich das Wort den Namen Werner ausgewählt. In Tschechien haben wir einen weltberühmten Eiskunstläufer, einen Europameister vom Jahre 2008, dessen Name Tomáš Werner ist. Er ist ein Tscheche und sein Familienname Werner ist darum normal tschechisch geschrieben und ausgesprochen. Als Gegensatz habe ich hier einen Namen eines deutschen Erfinders. Werner von Siemens. Er ist ein Deutscher, sein Vorname Werner ist normal deutsch geschrieben und ausgesprochen. Und ihr seht, die Aussprache ist in beiden Fällen gleich. Und für Interessantheit habe ich hierher den Namen des Herrn Siemens in tschechischer Transkription geschrieben, wie es ein Tscheche sieht und ausspricht. So, das waren die Unterschiede und jetzt schauen wir noch ein bisschen ausführlicher den Buchstaben W an. Hier habe ich für euch wieder Beispiele. Zum Beispiel haben wir hier das tschechische Wort vor. Wirklich Achtung, hier handelt es sich wirklich nicht um die deutsche Präposition vor. Hört ihr den Unterschied? Ja? Deutsches vor und tschechisches vor. Vor. Es ist zwar gleich geschrieben, aber es ist ein ganz anderes Wort mit ganz anderer Aussprache. Vor bedeutet im Deutschen das Floß, also eine Art der Wasserfahrzeuge aus Holz. Und dann habe ich noch ein Beispiel und das ist der tschechische Name Václav. Und hier können wir uns sofort noch eine Sache zeigen und das ist die Assimilation. Das kennt ihr auch aus Deutsch. So, es ist nicht so schwieriges, hoffe ich. Die Laute W und F sind sogenannte Paarlaute. F ist stimmlos und W stimmhaft. Und ähnlich wie im Deutschen liegt das stimmhafte W der Assimilation unter.
Und zwar in zwei Fällen. Wenn es am Ende eines Wortes ist und der zweite Fall, wenn es innen eines Wortes ist und hinter ihm ein weiterer stimmloser Konsonant steht. Für den ersten Fall habe ich hier als die Beispiele eben den Namen Václav oder das Wort Bav. Und Bav ist der Pfau auf Deutsch. Für zweiten zum Beispiel die Wörter Lavka, das ist der Steg, oder Žárovka, die Glühbirne. Und ihr seht, hinter dem W ist K und es ist auch stimmloser Konsonant. Aber warum schreiben wir eigentlich dieses W und schreiben wir nicht einfach das F? Die Antwort ist einfach wegen Deklination. Über Deklination erscheinen bald andere Videos. Jetzt möchte ich euch nur ein bisschen zeigen, wie es fungiert mit der Aussprache. Hier die Beispiele. Im Satz, du Václav, ist die Assimilation, es ist am Ende des Wortes. Aber im Satz, vidím Václava, ist am Ende schon ein Vokal. So sprechen wir normal ein stimmhaftes W aus. Vidím Václava. Gleich ist es bei dem Wort Páv. V zahradě se prochází Páv. V zahradě se prochází Páv. Im Garten spaziert ein Pfau. Aber wenn ich dekliniere und sage, im Garten habe ich einen Pfau gesehen, sage ich schon v zahradě, ja, im Garten, v zahradě, jsem viděla páva. Páva. V zahradě jsem viděla páva. Ähnlich ist es in dem zweiten Fall. Hier habe ich das Beispiel mit Plural benutzt. So. Lávka. Ein oder der Steg. Aber mnoho lávek. Mnoho, viele lávek. Und ähnlich Žárovka. Eine oder die Glühbirne, aber mnoho žárovek. Wie ihr sehen könnt, es ist nicht so schrecklich. Was sagt ihr? Möchtet ihr in Tschechisch lernen fortsetzen? Ich hoffe, dass eure Antwort ist ja. Und wenn ich mich nicht irre, vergesst nicht, den Kanal abonnieren und das Glöckchen bezeichnen, damit ihr kein neues Video verpasst. Und wenn ihr eure Kenntnisse auch üben möchtet, verfolgt meine Facebook-Seite, wo für euch die Übungen vorbereitet wird. Der Link findet ihr unter dem Video. So, ich freue mich auf Wiedersehen bei nächsten Video. Tschüss!